Von unbekannten Pulverproben mit Verdacht auf biologische Beimischungen wird eine Probe genommen. Dazu wird die Fundstelle vom Probennehmer inspiziert. Er entscheidet über die Art der Probenahme. Er sagt seinem Helfer, was er dafür an Materialien benötigt. Die Materialien werden vom Helfer vorbereitet und an einem von beiden gut erreichbaren Platz bereitgestellt. Es sollte bei Einrichtung des Arbeitsplatzes auf eine strikte Trennung der Arbeitsbereiche des Probenehmers und des Helfers geachtet werden. Der Müllsack kann gut zugänglich als Laufbarriere zwischen beiden Personen aufgehängt werden. Das Material wird mit geeigneten Hilfsmitteln möglichst sauber in ein PI-Behältnis überführt. Gebrauchte Materialien werden gesammelt an einem Platz abgelegt. Das verschlossene Behältnis wird vor der Übergabe von außen desinfiziert. Hier ist auf eine strenge Einhaltung der Arbeitsschritte und Arbeitsteilung zu achten. Beim Arbeiten über dem Müllsack wird abtropfende Flüssigkeit aufgefangen. Die Oberfläche wird mit Papiertüchern trocken gewischt. Dabei wird der Behälter vom Probennehmer an den Helfer übergeben. Nun erfolgt die Beschriftung des Behälters. Ein Etikett wird mit Datum und Probenummer versehen. Das Etikett wird auf den gesäuberten Behälter geklebt. An der Probenquelle wird zudem der pH-Wert gemessen. Dazu wird ein Stück pH-Papier von der Rolle abgerissen und an einer langen Pinzette dem Probennehmer angereicht. Bei trockenen Proben muss es mit Wasser angefeuchtet werden. Das pH-Papier wird mit dem Pulver in Kontakt gebracht. Die Farbe des pH-Papiers wird mit der Farbskala auf der Packung abgeglichen. Dieses erfolgt berührungslos. Alle Daten zur Probenahme werden auf dem Probenbegleitschein notiert. Probe und Probenbegleitschein werden in die Dekon-Verpackung gegeben. Es sollte sich möglichst wenig Luft im Beutel befinden. Der Beutel wird mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. Die Probe ist fertig für das Tauchbad am Dekontaminationsplatz.